Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Bramble. Bramble? Ich glaube, es spricht man so aus. Ich bin auf dieses Game aufmerksam geworden, da es mir auf TikTok angezeigt worden ist. Und zwar sehr, sehr oft und sehr viele Leute sehr begeistert sind. Dieses Spiel soll 2023 rauskommen. Es ist eine Demo. Es ähnelt dem Stil von Little Nightmares und wir wissen, dass wir alle Little Nightmares Fans sind. Falls du auch einer bist oder noch nicht, dann schau auf jeden Fall in die Beschreibung. Da verlinke ich dir alle Little Nightmares Teile. Die musst du sehen, wirklich. Feinste Kost. Was übrigens auch noch eine absolut feinste Kost ist, ist meine süße Community, die hier gerade auf Twitch euch allen Hallo sagt. Also falls du mal Lust hast, komm doch gerne vorbei auf www.twitch.tv/live. Die sind hier gerade alle mit live am Start. Und ich würde sagen, wir beginnen ein neues Spiel, starten die Demo. Und über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und jetzt gehen wir rein. Gamepad, let's go. Spannung, Spiel und Spaß. Was zur Hölle? Hobbit-Vibes, ja, voll. Süße Pantöffels. Oh krass, die Quali ist ja geil. Ich kann mich auch gerne auf die andere Seite machen. Ich weiß nur nicht, ob es später so ist wie Little Nightmares. Dann muss ich mich wieder auf die andere Seite packen. Ich würde mich jetzt mal in meine gewöhnliche Seite pflanzen. Wenn es nachher blöd wird, ändere ich es wieder. Okay, dann let's go. Das ist ja mega cute. Okay, der hat uns also gegrabt. Und wir waren bewusstlos und dann ist vielleicht die Sonne rausgekommen und deswegen ist uns nichts passiert. Das ist ja übel schön, ey. Wow. Was ist das? Das ist ja richtig cozy. Ich kann auch hüpfen. Jump to press. Es hat echt so ein bisschen den Little Nightmare-Stil. Wir sind halt ganz klein. Es ist aber alles realistisch. Nicht so comic-artig oder comic-artig, sondern mehr Fantasy. Yay. Oh, es ist süß. Oh, es ist, ich bin nicht mal größer als ein Gänseblümchen. Oh. Voll schön. Oh mein Gott, ist das schön. Ich muss da noch hin. Ich hab Midsommar-Vibes. Hey, da vorne läuft ein kleiner Zwerg. Spatzen. Wie klein bin ich denn? Wahnsinn. Gott, oh, ich bin so klein und angreifbar. Ist das nicht schwedisch? Oh, süßen Igel! Ein Julian Bam! Oh nein, das ist süß! Der Typ da oben drauf, ey, geil. Oh, es ist geil. Oh, nein, wie süß. Ich hab einen Wurm vorne dran. Ah, ich dreh durch. Ist das cute, ey. Oh mein Gott, wie süß bin ich denn bitte? Ey, das ist ja ultra cute, Mann. Wie geil, ich bin auf einem süßen, kleinen, fetten Igel drauf. Ist ja richtig, soll ich da ins Wasser gehen? Die Musik ist natürlich voll Weihnachtsmusik. Oh, süß, ich kann schwimmen. Ah, die Szene habe ich gesehen auf dem TikTok. Da dachte ich, das wäre ein echter Igel, der irgendwie animiert ist, dass da irgendwas Animiertes drauf ist. Wie süß ist das denn? Oh, ich habe auch schon mal einen Igel gefunden und den haben wir dann großgezogen und dann rausgelassen wieder, weil der war verletzt.
Ich glaube, jeder hat schon mal einen Igel gefunden irgendwo, oder? Ist das süß mit dem Wurm auch noch, ne? Schon richtig goldig. Geht's da hinten lang? Oder muss ich... Ich muss wahrscheinlich... Ich stecke fest! Du bist so ein richtig süßen, dicken Birdie, Mann. Wie viel Squats der? Wie viel Gewicht der wohl stemmt? Der macht richtig viel Hip Thrusts. Oh, es ist lieb. No. Ist es lieb. Ist voll schön. Ist richtig schön. No. So, kann ich jetzt ohne ihn hier weiter, ne? Der kann nicht springen, oder? Warte, ich guck mal, ob wir den Igel... Nee, aber dieses komische... Dieser Zwerg sieht aus wie so ein Schokozwerg. So, okay. Oh, es ist schön. Es ist ja richtig nice gemacht. Entschuldigung, ich bin gerade so voll. Ich liebe so Spiele einfach. Das wird bestimmt auch noch ganz düster und schrecklich. Wie jetzt. Jetzt ändert sich schon die Stimmung. Merkt ihr das? Irgendwie vermisse ich doch meine Schwester, oder? Aber wenn man halt so klein ist wie er, dann ist halt alles eine Bedrohung, ne? Ey, was ist denn das da vorne, Gruseliges? Oh, eine Pusteblüm. Pusteblüm. Kann ich die irgendwie... Oh, süß, dann nimmt mir die Pusteblume weg. Ach so, das sind kleine... Was? Die sind ja nackt. Ach so, den wächst es aus dem Kopf. Oh Gott. Die sind ja nackt. Das ist deine Mutter. Oh Gott, ich glaube, das lebt. Um Gottes Willen. Das ist die Mutter. Oder? Also eine einfachere Geburt. Ah, gibt's ja nicht. Das ist lieb, oder? Da würde ich auch gerade noch reingehen, ey. Okay. Möchtest du was Gutes? Ach ja, wie nett. Es ist wirklich alles noch heile Welt hier. Yay! Bra! Die Bra sind auch wieder am Start. Das ist einfach nur gruselig. Na, hör mal jetzt aber. Was ist denn los mit dir? Ah, okay. Ich bin so ein richtiges Kinderschokoladekind. So, ich könnte da perfekt draufkommen. Die helfen mir bestimmt, oder? Oh Gott, die sind alle nackig. Das ist schon irgendwie gruselig. Okay, ich glaube, ich muss da jetzt irgendwie lang. Oder muss ich da hoch? So ein richtiges... Diese kleinen Knackärsche, ey. Was glaubt ihr, wie lange ich im Fitnessstudio trainiere, um so einen zu haben? Und die haben den einfach alle. Ohne Sport. Das ist voll unverschämt. Kann ich da irgendwie... Wahrscheinlich kann ich da jetzt hoch, ne? Das ist ja nicht Outlast. Da muss ich keine... Da muss ich wahrscheinlich nichts zensieren. So. Ich seh aus wie so ein kleiner Elf. So eine kleine Fee. Die von Peter Pan. Die Tinkerbell. Jetzt sind die alle weg. Boah, sieht irgendwie gruselig aus, ich weiß nicht. Ist schon echt, echt gruselig. Dass ihr euch fortpflanzt. Was zur Hölle? Oh mein Gott, was ist das? Hilfe! Was passiert hier? Oh Gott. Das ist ja richtig, das ist ja Grounded eigentlich, ne? Das ist wirklich eine Mischung aus Grounded, Midsummer. Es ist eine Mischung aus Grounded, Midsummer und Little Nightmares. Und wir wurden jetzt irgendwie verzaubert, glaube ich, durch diesen... Keine Ahnung. Durch diesen Gesang. Ich glaube, dass es tatsächlich... die Lampe kann ich wahrscheinlich nehmen. So. Sind hier irgendwo im Baum gelandet. Das war jetzt wahrscheinlich irgendwas Böses, was uns benommen oder... Kann ich das aufheben? Ah, jetzt. Das uns irgendwie... Ach, das ist ein kleines süßes Irrlicht. Das uns irgendwie benebelt hat. Jetzt sind wir hier gelandet. Ich glaube, das war kein Zufall. So schnell kann sich ein... Ah! So schnell kann sich ein Spiel von schön zu gruselig ändern, Leute. Ne? Ich sag, oh mein Gott, zum Glück bin ich richtig gesprungen. Das war jetzt aber echt Zufall, ne? Das wäre unser erster Tod gewesen. Ja, da ist nichts mehr mit schönem Midsummer. Um Gottes Willen, Hilfe, wo kommt denn das her? Oh, 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 oh Gott, Hilfe. Wie komme ich da ran? Habt ihr schafft es mit Spielen? Ist
nach einer nordischen Fabel gemacht. Ah. Oh Gott. Ist da was drin? Nee, oder? Kann ich da irgendwie rüberjumpen? Oh Gott. Und jump. Und da hoch. Ich will nicht da runter. Ich glaube, oh mein Gott, bewegt sich jetzt der... Bewegt sich der Stein oder bewegt sich das unten? Ich kann doch schon nach oben lang, oder? X, was kann ich da aufsammeln? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich glaube, das war richtig. Ich glaube, das war korrekt. So, wir gehen mal, wir springen da mal rüber. Ich höre etwas. And I don't like it. Oh. Okay, und wo geht es jetzt hin? Oh Gott, ich sehe irgendwas da hinten. Ich sehe irgendwas. Kann ich da... Seht ihr was? Ah ja, um Gottes Willen, das schaffe ich doch nicht, oder? Meint ihr, das schaffe ich? Da war was drin. Wo war was drin? Wo? Oh Gott, ich habe es geschafft. Fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe. Ich höre schon was. Kann ich bitte wieder mein Licht nehmen? Please take the light. Ich glaube, wir werden gleich angegriffen. Ich bin ganz, ganz leiser. Ich schreie nicht mal, wenn ich in die Tiefen überhaupt reingehe. Der schreit gar nicht. Der gibt auch gar keinen Ton von sich. Was du runtergeschmissen hast, das habe ich jetzt nicht gesehen, tatsächlich. Ich glaube, das hat einfach nur dieses Ding da zerstört. Okay, ganz vorsichtig. Alles wird gut. Oh nein, ich hasse so schräges Entgegenlenken. Und jump! Und hoch! Ich hab ein Glühwürmchen. Oh Gott, das sind... Oh mein Gott, wie groß sind denn die Fledermäuse gegen mich? Also, ich bin nicht gut, auf euch zu sprechen. Ihr wisst warum. Und was schreit da die ganze Zeit so kacke rum? Oh Gott, da ist ja was drinnen. Das gesehen? Oh oh, oh oh, schnell, schnell, es stürzt, glaube ich, gleich ein. Wie ätzend. Warum kommst du nicht runter, Mann? Was ist denn da drin? Ach, jemand, der ist tot. Ach so, der lebt gar nicht mehr. Okay. Alles gut. Wo bin ich? Oh nein, schaffe ich nicht. Ich hätte warten sollen. Ich war ein bisschen zu schnell. Ach, guck mal, wie nett. Die lassen mich sogar wieder hier anfangen. Komm, flieg nach vorne. Ach so, ich muss auch nach vorne gehen. Nur dann fliegt es nach vorne. Boah, es ist mies. Oh, es ist eklig. Komm. Mein Gott. Und hier genauso, oder? Oh, Okay, ich habe alles im Griff, Mann. Alles gut. Und Geronimo. Oh. Wo zur Hölle bin ich hier? Und die sind ja alle so klein wie ich. Das heißt, es sind ja auch meine Freunde wahrscheinlich alles, oder? Ach, der da drin lebt aber noch. Guckt mal. Der da drin lebt noch. Ah! Okay, der hat richtig Bock auf mich. Oh, es ist grausig. Oh. Was bist denn du für einer? Ist auch egal. Lass uns gehen. Der wollte meine zarte Milky Way Haut. Sind das alles eingesperrte Leute, die man hier schreien hört? Das war Herbert. Oh, da oben geht's raus. Aber es stürmt schon. Es ist schon kein... Soll ich da runterspringen? Tatsächlich. Ich hatte so ein bisschen gerade ein Feeling von The Descent. Oh. Ach, guck mal, da. Der Dämon spielt Musik und dadurch laufen wir alle der Musik nach. Bisschen wie der Rattenfänger. Nicht, dass ich mich mit Ratten vergleiche hier, aber es hat schon was Ähnliches. Und durch die Musik kam ich ja zu ihm, guck. Und dann tötet er uns. Oh, ich glaube, das passiert jetzt gleich. Ja, kann ich auch bitte mal sprinten? Und was ist das jetzt hier? Ah, okay. Und die liegen dann tot in dem Fluss und in dem Bann. Das war ja ein netter Exkurs. Heißt,
Jetzt geht die Post gleich ab. Wie konnte ich hier wieder rauskommen? Ich glaube... Oh nein, jetzt fange ich schon wieder an zu tanzen. Ach, da ist es ja. Ih, da spielt's ja. Oh, oh. Was zur Hölle? Du hast mich jetzt nicht gehört, oder? Ih, wie eklig ist denn das? Weißt du, der fühlt sich genauso wie ich, wenn ich in eine Disco gehe und Freunde mich zwingen zu tanzen, obwohl ich nicht alkoholisiert bin, weil ich fahren muss. Genauso sieht es dann auch aus. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Oh Gott, ich fühle Böses. Oh nee. I don't feel so good. Oh Gott. Oh, fürchterlich. Und ich bin ja auch so klein, ne? Der hat richtig Bock auf mich. Hat ein bisschen was von The Witcher auch, gell? Hey, ihr kleinen nackärschigen Knackpöchen, könnt ihr mir bitte helfen? Oh Gott, die gucken gerade zu, ich in mein Verderben renne. Guck mal, die sind alle versteinert. Ich kann nicht laufen, ich habe mein Lämpchen. Mein iPhone. Okay, ich habe so das Gefühl, dass der jetzt hier gleich... Der hat uns ja gehört, ne? Wir sind ja ins Wasser geplatscht. Und der kam ja dadurch. Bedeutet, ich bin am Arsch. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Nein, das ist so eine offene Fläche. Da kommt. Ah! Oh mein Gott, Hilfe! Da bin ich erschrocken. All good. Ah! Alles gut. Bin ich erschrocken. Alles gut. Ah! Ich muss mich mal konzentrieren, die macht mich ganz fertig. Es ist ein Mann, oder? Ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Es ist bedrohlich. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Ah! 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 Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es jetzt schon. Lauf! Oh Gott! Ah! Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh Gott. Ich hab mein iPhone! Ich film alles! Das ist Gewalt! Kommt alles auf TikTok! Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Ich bin so lahmarschig, ich beeil dich doch. Ich sollte nicht ins Wasser. Oh Gott, er hat mich gleich... Ah! Also dann doch auf die Tour, oder was? Holy shit. Oh Gott, Hilfe. Der hat richtig Bock auf mich, auf mein zartes Milky Way-Fleisch. Milky Way! Activated! Kann ich irgendwie den Stock hoch? Ich muss da eigentlich, glaube ich, nur geradeaus gehen, ne? Boah, also das hätte ich nicht gedacht, dass er mir den Kopf absnackt. Schneller, Mann! Geht es nicht schneller? Hol dein iPhone raus! Oh, mein Gott! Oh Gott! Oh Gott, ich bin tot! Oh Gott! Lauf doch schneller, Kollege! Oh! Oh! Renn doch! Renn doch! Da ist irgendwas hinter dir! Der hat meinen Kopf aufgegessen. Der hat mir den Kopf abgebissen. Das ist schon brutal. Ich bin doch noch ein Kind mit einem iPhone. Oh Gott, ihr Nackt. Scheiße, wie renne ich nochmal? Entschuldigung, aber das ist so voll die heile Welt und dann kommt so jemand und zerstört hier alles. Warte, wo renne ich denn nochmal? Ah, hier. Das ist Rennen? Boah, voll gruselig, echt. Schon richtig, richtig spooky, ey. Oh, wo kommt denn der jetzt her? Ah, okay, ich verstehe. Oh mein Gott. Ich bin geplatzt. Kann ich mich auch ducken? Ah, okay. Okay, I understand. Auf, Jeremy.
warte hier nochmal. Oh, wohin? Oh, scheiße. Ja, der Stein jetzt auch noch drüber. Das ist ganz schön brutal. Das ist voll eklig. Ich warte auf den Stein. Ich muss das jetzt abpassen. Jetzt. Oh Gott, Hilfe! Ich hasse es so sehr. Ah, der Stein. Um Gottes Willen. Oh! Oh oh. Oh Gott. Oh Gott, fürchterlich, echt. Oh, ab ins Gras. Oh Gott, ja, ja, mache ich ja schon. Oh Gott. All good. Alles wird gut. Oder auch gar nichts. Wo muss ich denn lang? Oh, Hilfe! Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Scheinbar schon, oder? Bin ich tot? Ach nee, es war richtig. Oh, es ist ja stressig. Ja, jetzt kann ich schwimmen, aber vorhin nicht. Das merke ich mir. Es war echt David Guetta. Nein, David Garrett. Genau, David Garrett war das. Ich brauche mein iPhone kurz, um mich zu beruhigen. Ein Leuchtstick. Und hier hat schon wieder einen toten Kameraden. Der ist genauso groß wie ich. Return. Oh, das ist ja sein Lied, oder? Hier, das war er mal. Eines Tages. Und dann wurde er umgebracht. Und seine Frau fand es ganz schrecklich. Und dann wurde er irre und hat alle mit seiner Geige betäubt und alle haben gemacht, was er möchte. Und danach sind sie alle gestorben. Oder war das gar nicht er? Ah, nee, warte mal. Ich habe das, glaube ich, falsch interpretiert. Also. Da ist ja einer, der zurückgehalten wird. Der da läuft, der mit den dunklen Haaren. Der hat gesehen, dass einer getötet wird. Und dann hat er sich gerächt. Und dann hat er am Ende den Toten mitgenommen. Und jetzt ist er im Sumpf. Und ist grumpy. Ist es eine Sie? Nee, das ist doch ein Mann gewesen, oder? Nee, nee, ist schon ein Mann, glaube ich. Okay. Das sagt mir jetzt nicht viel, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er gefährlich ist und Psycho geworden ist. Okay, mit der Info kann ich arbeiten. Eigentlich gar nicht. Er war also mal ein Mensch. Also sind die Menschen wieder die Bedrohung? So wie immer? So wie im echten Leben? Schön dem Gras immer entlang. Sehr schön. Ich würde gar nicht mehr rausgehen. Weißt du, was ich machen würde? Ich würde mir Oropax holen. Ich würde nur noch mit Oropax durch die Gegend latschen. Oder ich würde gucken, dass ich taub bin, dass ich das gar nicht mehr höre. Aber dann ist auch das Problem, dass wir ihn nicht mehr hören. Ich wette mit euch, der kommt hier jetzt gleich. Oh nein, not again! Okay. Alles gut, ich kann schwimmen. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe, eine Kurve. Ah, ich bin tot. Ich habe mir meine kleinen Knochen gebrochen. Okay, vorsichtig. So, all good, all good. Das macht jetzt ein bisschen Tomb Raider Vibes, aber das kriegen wir hin. Oh Gott, wie soll ich denn da vorbeikommen? Okay, das schaffe ich schon. Oh Gott, Hilfe. Ah, ich hasse die Kurven hier. Nein. Nein, wie soll ich denn da durchkommen? Um Gottes Willen. Okay, jetzt muss ich aber irgendwo anders hin, oder? Oh Gott, all in, Leute.
Ist der eklig. Der ist so eklig. End of Demo. Mann! Ich will weiterspielen! Das Ende der Demo. This is the end. My only friend. The end. Chapters gibt's jetzt zu selecten. Neckens Pond. Ja, Leute, das war die Demo. Ich weiß, dass es noch weitere gruselige Fabelwesen sind. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, dass es dann auch ähnlich sein wird wie bei Little Nightmares, dass es verschiedene Gegner gibt, bis man zum Endboss kommt. Ich werde es definitiv spielen, wenn es rauskommt. Man hat ja schon gesehen, gerade auch die Elemente, wie er springt, sind noch ein bisschen sperrig. Da kommen auf jeden Fall noch wahrscheinlich viele, viele Updates. Wie gesagt, das ist eine kurze Demo. Da wird sich noch einiges auch in der Grafik machen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und ob ihr das Spiel dann hier sehen wollt. Ich werde es definitiv spielen. Die Frage ist, ob wir es halt hochladen oder nicht. Das entscheidet ihr. Ich sage immer danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und jetzt raus. Sonst spiele ich euch auch Geige vor und das würdet ihr nicht überstehen.